Willkommen zu unserem Vergleich der 7 besten Waschmaschinen bis 300 Euro. Wenn du eine neue Waschmaschine suchst, die deinen Bedürfnissen entspricht und dabei deinen Geldbeutel nicht überstrapazierst, bist du hier genau richtig. Wir haben 7 Waschmaschinen ausgewählt, die in dieser Preisklasse zu den besten gehören und sie gründlich getestet. In diesem Video zeigen wir die Vor- und Nachteile jeder Maschine, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst. Der WA8014030E Weiß ist ein Frontlader in der Farbe Weiß, der durch seine Funktionsvielfalt und umfangreiche Ausstattung überzeugt. Besonders praktisch ist die freistehende Bauweise. Das Gerät kann problemlos überall in der Wohnung aufgestellt und an Wasser und Strom angeschlossen werden. Die Waschtrommel fasst problemlos 8 Kilogramm Trockenwäsche. Die Energieklasse E, Energieeffizienzklasse A bis G, schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Der Energieverbrauch im Standardwaschprogramm liegt bei durchschnittlich 0,827 Kilowattstunden pro Zyklus. Im Betrieb verbraucht das Gerät 60 Liter pro Zyklus. Die Abmessungen der Maschine betragen 85,0 x 59,5 x 62,0 cm Höhe, Breite, Tiefe. Umfangreiche Programme für beste Waschergebnisse, die WA8014030E Weiß bietet 23 verschiedene Waschprogramme. Je nach Waschgut und Verschmutzungsgrad können Sie einfach und bequem das optimale Programm wählen. Das integrierte Display informiert Sie über den aktuellen Status Ihrer Waschmaschine und des jeweiligen Waschprogramms. Die maximale Schleuderzahl des Frontladers beträgt 1400 Umdrehungen pro Minute. Dabei wird der maximale Geräuschpegel von 80 Dezibel nicht überschritten. Mithilfe der komfortablen Startzeitvorwahl, 1 bis 24 Stunden, entscheiden Sie, wann der Frontlader das Waschprogramm startet. Das Gerät verfügt über eine Kindersicherung, die ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine und einen Programmwechsel während des Betriebs verhindert. Die Waschmaschine begeistert als Frontlader mit ihren Funktionen und bietet Ihnen Qualität zum günstigen Preis. Die Telefunken W6000W ist eine Waschmaschine für Haushalte mit geringem Wäscheaufkommen, die keinen Wert auf viele Extras oder intelligente Technik legen. Das Modell bietet eine gute Auswahl an Grundprogrammen sowie eine Hygieneeinstellung und Schnellprogramme von 15 oder 60 Minuten Dauer. Die Bedienung ist unkompliziert und der Drehregler eindeutig beschriftet. Die drei Funktionstasten für Schleudern, Startzeitvorwahl und Temperaturwahl sind einfach zu bedienen, während das LED-Display den Programmfortschritt anzeigt. Beim Strom- und Wasserverbrauch liegt die Telefunken W6000W im Rahmen dessen, was man in dieser Preisklasse erwarten kann. Allerdings ist die Lautstärke auch im Normalprogramm angenehm hoch. Die Schleuderleistung ist mit 1000 Umdrehungen pro Minute eher schwach und hinterlässt 63% Feuchtigkeit in den Textilien. Allerdings bietet Telefunken auch andere Versionen der W6-Serie mit besseren Werten an. Insgesamt ist die Telefunken W6000W eine solide Wahl für diejenigen, die eine einfache Waschmaschine ohne viele Extras suchen und mit einer geringen Wäschemenge auskommen. Die Telefunken W0151B ist eine Frontlader-Waschmaschine, die sich besonders für kleine Haushalte mit 1 bis 2 Personen eignet. Mit ihrem eleganten schwarzen Design passt sie in jeden Wohnraum. Mit einem Energieverbrauch von 147 Kilowattstunden pro Jahr und einem Wasserverbrauch von 9240 Litern pro Jahr gehört sie zur Energieeffizienzklasse D. Beim Schleudern erreicht sie eine maximale Geräuschemission von 76 Dezibel. Beim Waschen sind es noch 58 Dezibel. Die Waschmaschine bietet insgesamt 15 verschiedene Waschprogramme, darunter ein Kurzprogramm, das die Wäsche in nur 15 Minuten sauber macht. Die Waschmaschine verfügt über praktische Funktionen wie eine Mengenautomatik, die das Waschen erleichtert. Die Türanschlagseite ist links. Insgesamt handelt es sich bei der Telefunken W0151B um eine praktische und einfach zu bedienende Waschmaschine für kleine Haushalte, die für Nutzer ohne hohe Ansprüche an Smart Features und Design geeignet sind. Die CandySmart CST26LE1S ist eine kompakte und platzsparende Toplader-Waschmaschine für 1 bis 2 Personenhaushalte. Mit insgesamt 17 Programmen bietet sie ein breites Spektrum an Waschmöglichkeiten. Besonders energiesparend ist die automatische Einspritzung des Waschmittelwassergemischs, die laut Hersteller bis zu 60% weniger Energie verbraucht. Ein weiteres modernes Feature ist die Möglichkeit, die Waschmaschine per App zu steuern. Allerdings nur mit einem Android-Smartphone, das mit NFC-Technologie ausgestattet ist. Mit der App kann man die CandySmart CST26LE1S steuern, das optimale Waschprogramm finden oder Statistiken zu den Waschgewohnheiten abrufen und optimieren. Die CandySmart CST26LE1S hat in Bezug auf Schleudereffizienz und Lautstärke noch Verbesserungspotenzial. Dafür ist sie preislich attraktiv und eine gute Option für kleine Haushalte, die eine zuverlässige und vielseitige Waschmaschine suchen. Die Waschmaschine PKM WA7ES1415D ist eine zuverlässige und effiziente Lösung für das Waschen von Kleidung. Mit der Energieeffizienzklasse E und einer maximalen Waschtemperatur von 95 Grad ist sie optimal für den Einsatz im Haushalt geeignet.
Die Schontrommel schont empfindliche Stoffe und verhindert Beschädigungen während des Waschvorgangs. Mit einem Fassungsvermögen von 7 kg können auch größere Wäscheladungen bewältigt werden. Die elektronische Steuerung und 15 verschiedene Waschprogramme machen die Bedienung der Maschine einfach und intuitiv. Zusätzlich ist die PKM-Waschmaschine mit einer Umwuchtkontrolle ausgestattet, die ein Verrutschen oder Umkippen der Maschine während des Schleudervorgangs verhindert. Die maximale Schleuderdrehzahl von 1400 Umdrehungen pro Minute sorgt für eine effiziente Wasserentfernung aus der Wäsche und verkürzt somit die Trocknungszeit. Insgesamt bietet die PKM WA7 ES1415D eine hervorragende Kombination aus Leistung und Funktionalität zu einem erschwinglichen Preis. Die Hoover H-Wash 300 H3WS4 275TE1S ist eine preiswerte Waschmaschine, die aber auch einige Schwächen hat. Der Preis von knapp 300 Euro ist attraktiv, aber ist er es auch wirklich? Die Waschmaschine hat 15 plus 1 Programme, aber die Symbole im Bedienmenü machen es schwierig, genau zu erkennen, welches Programm welches ist. Eine Bedienungsanleitung wäre daher hilfreich. Die Waschmaschine kann in Ihr Heimnetzwerk integriert werden und Sie können über eine App auf Waschtipps und Online-Support zugreifen. Diese App ist allerdings nur für Android-Smartphones mit NFC-Technologie verfügbar. Apple-Fans bleiben außen vor. Mit einer Tiefe von nur 45 cm ist die Waschmaschine eine gute Alternative für schmale Bäder und Küchen. Allerdings ist die Waschmaschine mit 58 Dezibel beim Waschen und 79 Dezibel beim Schleudern eine der lautesten Waschmaschinen auf dem Markt. Eine Aufstellung im Keller wird daher empfohlen. Insgesamt können wir durchaus eine Kaufempfehlung aussprechen. Einige der genannten Nachteile wie Lautstärke und Verbrauch sind typisch für diese Preisklasse. Alles in allem bietet die Waschmaschine für ihren Preis eine gute Leistung. Die Privileg PWFS MT61252 ist eine geeignete Waschmaschine für kleine Haushalte mit geringem Waschaufkommen. Die Maschine ist zwar nicht so energieeffizient wie andere Modelle und wird in die vorletzte Energieeffizienzklasse A bis G eingestuft, ist aber preislich sehr attraktiv. Außerdem bietet sie eine ausreichende Auswahl an Programmen, darunter ein Sportwäscheprogramm und eine Wolleinstellung. Besonders hervorzuheben sind die 6 Kurzprogramme, von denen 3 auch bei voller Beladung genutzt werden können. Die bisherigen Nutzer sind überwiegend zufrieden mit der Maschine und stören sich nicht an der etwas höheren Geräuschentwicklung. Insgesamt ist die Privileg PWFS MT61252 eine gute Wahl für einen kleinen Haushalt mit begrenztem Waschbedarf. Das war unser Vergleich der 7 besten Waschmaschinen bis 300 Euro. Wir hoffen, dass dir unser Video dabei geholfen hat, die für dich passende Waschmaschine zu finden. Wenn du noch weitere Fragen hast oder eine Empfehlung benötigst, hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wir würden uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, um weitere Vergleiche und Tests zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.